du, liebe Kämpfer. Wir haben einen Österreicher mit seiner ganz neuen Katargo. Der hat ein mega, mega. Ja? Also der hat wirklich das Auto bewusst leer bestellt. Das haben wir jetzt auch. Der hat wirklich vom Feinsten alles reinbekommen. Das würde ich euch gerne mal zeigen. Das gehen wir mal durch. Jo, und dann ist gleich die Übergabe. Und dann wird der Kunde sich freuen, der ist im Hotel, dass er heute sein Auto wieder bekommt. So Philipp, guck mal hier. Wir haben wieder gepuzzelt mit unseren Platten. Da ist wirklich Katar, sind immer viele Fenster. Da haben wir noch Maxfan reingemacht. Große 85er Twin Sat-Anlage drauf. Da hinten ist noch eine Platte, da eine Platte, Klimaanlage. Also wir haben hier alles ausgenutzt. Wir haben hier mega Solarleistung auf dem Dach gebracht. Ne? Das ist wirklich, vorne ist unsere DAB Plus Antenne, andere dazwischen. Also wir haben wirklich, ja ich sag mal, fast jeden Zentimeter vom Dach ausgenutzt, um hier Solar aufzukriegen. Der Kunde möchte auch gerne Klimaanlage alles mal betreiben. Also da wirklich die meiste Leistung am Dach. Guck mal, hier ist jetzt der Belegungsplan für die Solaranlage vom Dach. So wie wir es aufgebaut haben. Ja, hier unten haben wir 3x180 Ampere Lithium-Akkus drin verbaut. Großen Hauptschalter, damit der Kunde hier Fahrzeug jederzeit freischalten kann, wenn was ist. Die große Kombi liegt hier unten drin. Kann man jetzt schlecht sehen. Hier ist ein bisschen verbaut da unten drin. Jo. Das ist im Prinzip der Batteriefach. Ich zeige euch mal das alte Batteriefach, wo das vorher war. Ja, und so gehen wir das mal langsam durch hier. So Philipp, guck mal, wir haben jetzt ein bisschen, nur ganz eben kurz um die Sonne rein und schon schießt die Anlage hoch hier auf 17 Ampere. Ne? Richtig schöne Eingangsleistung. Richtig klasse Anlage. Ne? Hier oben haben wir unser ganz normal unser HLC-Display für die drei Akkus. Ich sage einfach mal wie immer. Kennen wir, brauche ich jetzt nicht groß erklären, haben wir ja immer. Ne? Hier oben haben wir das schön angeordnet. Kombi-Display inklusive der Landstrombegrenzung und der Begrenzung haben wir jetzt einige Male erklärt. Kurz nochmal dazu, wie gesagt, 5 Ampere einstellen, 7 Ampere aus der Steckdose nehmen, 5 Ampere kommen von außen, 2 Ampere an 230 Volt gemessen kommen dann vom Akku. Ist ja auch gar kein Problem für die Klimaanlage und und. Ich sag mal auch bei den Sachen, jetzt hier die Klimaanlage mal 2 Stunden betreiben, alles kein Thema, kein Problem. Dann haben wir hier schön die Einbauversion Christoph S2 Display Sat-Anlage. Das ist die große Sat-Anlage, was wir gerade oben gesehen haben. Kann man noch mal einschalten. So hat der Kunde das Prinzip übersichtlich. Wir haben hier oben das, die Reihe voll gemacht, haben dann den Rest über den Kühlschrank gemacht, um mal wirklich, ich sag mal, alles in eine Ecke anzuordnen. Dann hat der Kunde hier noch den Wunsch, dass er die Ambientebeleuchtung einzeln ein- und ausschalten kann, aber vorher zusammen. Das haben wir auch noch umgeklemmt, damit wir das hier schön haben. Hier haben wir das Maxfan mit dem Rollo von oben, wie wir gerade schon gesehen haben. Jo, und dann gehen wir sofort mal nach hinten. Guck mal hier, Philipp. 28,5 Ampere Ladestrom. Und ich habe euch ja gerade gezeigt, wir haben 97%. Die Batterien sind quasi voll. Wir sind in der Schlussladephase schon. Ne? 28,6 Ampere und 42,3 Volt Eingangsleistung haben wir. So Philipp, guck mal, hier haben wir für den Kunden extra einen Fernseher reingemacht. Ist nicht die ideale Lösung. Haben wir mit dem Kunden darüber gesprochen. Ne? Er kann das passt genauso mit der Tür. Er kann ihn vorziehen. Hier haben wir nur, das ist ja dieses verschiebbare Bett, wo man das hier einschieben kann, dass man eine größere Dusche hat. Und das ist ja hier, ich sag mal, nur so eine Wobbelwand. Da können wir keinen Fernseher dann aufhängen. Der ist ja auch einfach nicht für gemacht. Ne? So, hier haben wir die Multisplit über dir drin. Auch eine bekannte Klimaanlage, die läuft wie Sau. Die läuft und läuft. Das ist wirklich kein Thema. Jo, das war's. Alte Batteriefach zeige ich jetzt sofort noch. Kamera noch. Machen wir auch sofort. So, hier haben wir das alte Batteriefach von unten. Decke, das ist auch da. Das kann der Kunde jetzt als Lagerfach nehmen. Ja, ich sag mal, Lagerraum ist hier immer knapp. Vorne haben wir ein bisschen weggenommen. Dafür kriegt er jetzt hier ein bisschen mehr. Direkt an der Küche. Bietet sich auch an. Aber hier, voller DMB-Empfang. Direkt hier. Am Hof für unsere DAB-Antenne, ne, was wir da ja schon einige Male gezeigt haben. Ne? Ja, kommen wir hier nochmal nach draußen. Kommen wir hier mal nach draußen. Hier vorne haben wir auch einen Fernseher mal gemacht, haben eine Twin-Anlage aufgebaut. Twin ist, dass der Kunde vorne und hinten unterschiedliche Fernsehprogramme gucken kann. Sag ich mal vereinfacht gesagt. Jo, dann haben wir noch hingegangen. Ein Fahrzeug, der hat noch eine Doppelschalter-Rückfahrkamera zusätzlich zu seiner Katargo-Kamera, damit wir da einfach, damit er, ich sag mal, die Weitsicht und die Nahsicht hat, weil er mit seiner Originalkamera nicht so klar kam, haben wir das auch noch gemacht. Ja, jetzt machen wir gleich die Kundenübergabe, wird noch der Rest sauber gemacht,
Und dann machen wir gleich eine schöne Kundenübergabe, eine Einweisung, zeigen dem Kunden alles, so dass der Kunde dann, ich sag mal, frisch umgerüstet ins Wochenende starten kann und sein langen, langen Heimweg antreten kann. Das ist ja wirklich faszinierend, ne? Die Kunden von wo die kommen, das macht uns schon wirklich stolz auf diese Geschichte. Ne? Und darum wollen wir und müssen auch, geben da immer 100% und geben da Vollgas für unsere Sachen. Ich finde, hier brennt wieder die Bude. Wir haben jetzt schon ein Auto quer reingefahren, da haben wir mehr rein. Ein bisschen hin und her und schieben. Es kommt gerade ein Kunde, den wir geholfen haben. Da haben wir einkaufen. Ey, also, guck mal hier. Ich muss da die Hälfte wieder von verstecken, ne? Nein, mein. Egal, Mikado-Stücke, gell? Aber hat uns hier eine Auswahl an Fressalien, Nerven, Nahrung, aber astrein. Ich kann nur sagen, tausend Dank. Ja, das ist einfach immer geil. Ja, wir bauen ja unheimlich viele Autos so, ne? Dass die guten Dinge wirklich, sag mal, in Anführungsstrichen leer ab Werk bestellen, ohne großartige zusätzliche Elektrik. Und wir dann als Kunden nach Kundenwunsch und nach Kundenbedürfnisse das Fahrzeug aufrüsten, zurüsten, so wie der Kunde es im Prinzip braucht oder haben möchte. Das ist ja immer unser Ziel, dass wir da wirklich, ich sag mal, auf die Kunden eingehen, wie jetzt hier mit Klimaanlage, Beleuchtung und. Von der Anordnung her, von den Fächern her, dass wir da wirklich immer den Kunden möglichst hingehen und die, ich sag mal, die perfekte Kombination für den Kunden, für seine Leistung herausholen. Das war's soweit vom Karthago-Film. Daumen hoch, schönes Wochenende und weiter geht's.